ich bin, liebe Leute, hier ist wieder euer Daniel und weiter geht's mit den baudimensionalen Pfeifen und zwar der 75. Hier seht ihr schon mal das Heftchen. Hier sind die Teile. Ne? Aber zuerst schauen wir uns das Heftchen wieder, dann schauen wir uns die Teile an und dann schauen wir, was wir bauen können. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß und ja, wenn es euch gefällt, denkt einen Daumen nach oben und ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, es geht los. Also, viel Spaß euch. So, ich hoffe, man kann das im Hintergrund nicht so sehr hören. Hier bei uns wird gebohrt, dort arbeiten die netten Herren, die machen ja irgendwas im Haus. Und aber das soll uns nicht weiter stören, denn es geht um die 75. des Millennium-Folgen. Da schauen wir jetzt mal rein. Und zwar auf der linken Seite haben wir das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es mit den Raumschiff-Fact-Files weiter. Und zwar Providence, Klasse Zerstörer, General Grievous und sichtbare Hand. Gut, hier unten haben wir wieder diese technischen Daten. Ne, und dann hier sieht man das Teil mal richtig schön. Und das wird dann wieder auf den folgenden Seiten ordentlich erklärt. Und dadurch mit den hinteren Kulissen darf nicht fehlen. So, dann kommen wir weiter auf die nächste Seite. Führer durch die Galaxie. Und zwar die Zitadelle auf Lola Sau. Oder Sayu. Ne, da haben wir wieder diese physikalischen Daten. Die astrographischen Daten sind mit dabei. Und ja, das wird auch wieder auf den folgenden Seiten schön erklärt. Geht wahrscheinlich wieder um die Klonkriege, so wie ich das hier sehe, das ist ja animiert. Und ja, genau. So, des Weiteren kommen wir zu den Geheimnissen der Raumfahrt. Militärischer Raum, Schiffsklassen Teil 2. Aha, da kommen hier die zwei Teile von den Schiffsklassen. Hier seht ihr einige. Sehr interessant, Schiffe der Separatisten sind das hier. Und hier sind die Großkampfschiffe der Republik. Jo, und wenn wir umblättern, sind wir schon wieder bei der Bauphase 75. Hier sind die Teile, die alle wieder mit dazukommen. Und dann hier, was wir diese Ausgabe bauen können. Also Montage der Mandibeln oder Mandibel. Details der Vertiefungen, da kann man schon wieder einiges machen. Sind schon einige Seiten. Und hier auf der letzten Seite seht ihr, was in dieser Ausgabe drin ist. Und auf der weiter unten können wir dann sehen, was in den nächsten Ausgaben drin sein wird. So, jetzt kommen wir mal zu den Bauteilen. So, liebe Leute, machen wir es mal auf. Zack, zack. Ja. Ja, vorige Woche kam leider keine, habe ich leider keine Videos hochgestellt von den Millennium-Folgen. Oder keine Ausgaben. Und ja, ich hatte mal privat ein bisschen was zu tun und das sei mir gegönnt. So, wir haben hier zwei Metallteile für die Mandibeln. Mandibel. Ich weiß wahrscheinlich immer noch, wie man es ausspricht. Dann haben wir hier vier Zweierverbinder. Dann haben wir hier wieder ein Detail der Vertiefung, also so eine Vertiefungsteil, wo wieder einige Teile hier reinkommen. Und dann haben wir hier noch so eine so einen Gussrahmen, wo einige Details drin sind. Ja. Cool. So, mit was fangen wir an? Mal sehen, was das Heft sagt. Ich denke aber mal erstmal mit den Metallteilen. Genau, und da brauchen wir ja diese Teile oder das Teil, was vorher mal mit dabei war. Ja, dieses. Und das machen wir jetzt mal auf. So. Das ist eine. Zwei machen wir auch auf. So. Genau. Das ist zum einen die TF-43BF-47. Das ist hier die TF-42BF-46. Und das hier ist ja, die TF-41. Und wenn man das so sieht, werden die hier schön aneinander geschraubt. Und das werden wir jetzt tun. Na, also, ich tue mal hier diese Verbinder noch aufmachen. Dann bräuchten wir ja wieder die schwarzen Schräubleins. Die werde ich noch holen und dann geht's los. Ich hoffe, dass das mal rauskommt. Gut. So, hier haben die Verbinder. Jetzt hole ich noch die Schrauben. Genau, da brauchen wir 8 Stück und ich nehme den PH0 Schraubendreher und wir fangen wie folgt an. Also, wir nehmen einen Zweierverbinder und schrauben ihn hier ran erstmal. So, jetzt. Ja. Dann den nächsten.
oben. So. Ich hoffe, man kann zwischen meinen Wurstfingern was sehen. Eieiei. Anfehlen. So. Und ich kann es festziehen, denn wir müssen ja diese zwei hier verbinden. So. Dass das hier unten schön plan ist. Ja. Habe ich die auch noch? Habe ich doch das hier angezogen? So. Genau. Ja. So. Und dann schnappen wir uns den nächsten Verbinder, den Zweier. Und machen ihn hier fest. So. Und noch ein. So. Genau hier. Und dann wir das nächste Stück ansetzen und machen die zwei letzten Schrauben rein. Mal anpischen. So. Ein bisschen ausrichten, dass es schön gerade ist. Und dann ziehen wir das fest. Ja. Ja. So. Hier nochmal kurz korrigieren. Gut. Ja. Und schon haben wir wieder drei Teile. Was ist denn? Ich habe einen Fröschenhals wahrscheinlich. Fest. Gut. Da haben wir das. Ich tue mal umblättern. Aha, jetzt geht es wieder zu den Vertiefungen. Und ja, dann brauchen wir das auch noch, das Teil von vorhin mal. Und zwar das hier. Ja. Denn da kommen ja auch einige Details rein. Und ich werde aber das vorher ein bisschen farblich gestalten wieder. Na? Sonst komme ich dann wieder nicht ran mit dem Pinsel, wenn die Details drauf sind. Und ja, das werde ich jetzt tun. Ich tue mich erstmal alles vorbereiten hier, Farbe und so weiter. Und dann sehen wir uns wieder. So, zuerst nehmen wir uns die Vertiefung von dem Heft 74 vor. Das hier. Und ja, das werde ich jetzt erstmal mit ein bisschen Silber bestücken. Oder wir können eigentlich auch beide nebeneinander machen. Da brauche ich jetzt Silber das eine und dann wieder das andere zu tun. Ich nehme jetzt einen dünnen Pinsel. Dünne mal ein bisschen hier. Ein bisschen Silber auf den Pinselchen. Leider brauche ich mal noch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Verdünnung. So, schauen wir mal. Aber hier was. Ja. So, einfach wieder mal ein paar Details, ein bisschen.
Yep. Ja. Muss ja nicht unbedingt immer viel sein. Und man kann das ja immer noch ein bisschen nachbearbeiten, wie man Lust hat. So, also hier. So. Aber jetzt mal zu denen. Hier die zwei. Muss halt bloß aufpassen, dass sie keine Klumpen reinkommen. Das sieht dann nämlich nicht so toll aus. So. Genau, mal hin da drüben ein bisschen. So. Wie gesagt, man kann das immer dann noch ein bisschen nachbearbeiten, wie man das möchte. Aber ich denke mal, Silber haben wir jetzt erstmal, oder Silber haben wir erstmal genommen. So, als nächstes nehmen wir ein bisschen Kupfer. XF6. Ja. Genau. Und gleich das hier.
Das wird eigentlich nicht passieren. Gut. Hier nochmal. Gut. Und hier machen wir einfach mal. So, erstmal würde ich meinen. Gut. So. Gut, das tun wir jetzt mal 2 Minuten trocknen lassen. Und dann tun wir es verwaschen. Dazu nehme ich das Dark Grey Wash und einen stärkeren Pinsel. Erstmal schön umrühren. So. Und was es dazu noch braucht, ist hier ein Läppchen. Und ja, dann nehmen wir einfach das Teil und fangen mal ein bisschen an. Einfach alles schön wieder beschmieren. Ja. Ja. Oh, kann man auch den obersten Rand noch mal. Dann wird es wieder schön verrieben. Und halt nach Geschmack, sag ich mal, der eine mag es halt ein bisschen dunkler, der andere ein bisschen heller, wird es so ein bisschen, ja, wieder weggerieben. Aber wer die Maschinenräume ein bisschen kennt, der weiß, dass es da nicht ganz so sauber ist. Ja. So, und habt ihr nämlich schon ein ziemlich starkes Teil. Ja. Und das lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. Ich mache dabei das nächste. Also wieder alles beschmieren. Ja. Und ich finde es eigentlich eine recht easy Sache, um das alles ein bisschen älter wirken zu lassen oder gebrauchter oder dreckig oder
wie auch immer. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe mir das auch erstmal abgeguckt an mehreren Videos, die ich dann gesehen habe. Und habe gesagt, funktioniert eh nicht, was die manchmal so zeigen. Aber wenn man das dann selber ein bisschen macht, ruckzuck, sieht man dann das Ergebnis. Und ist eigentlich ziemlich, ja, wie sagt man dazu, überrascht. Ja. Ziemlich überrascht, was das denn schon für Effekte ja, macht, sag ich jetzt mal. Ne? Also. Wenn einem irgendwas nicht mehr gefällt oder noch nicht gefällt, einfach mit weggerubbelt oder nochmal drüber gestrichen, das ist alles kein Problem. So. Zum Beispiel ist jetzt bei mir jetzt hier der silberne Schein schön wieder ein bisschen weggegangen. Und ja, da geht man halt wieder noch ein bisschen drüber, schnappt sich den dünnen Pinsel nochmal in die Farbe. Und macht dann halt noch mal ein bisschen drüber, so wie man denkt. So. Dass man da irgendwie ein kleines bisschen Glanz dann trotzdem mit reinbringt. Ja. Und dann wird es schon. Ja. Das Licht an. Vielleicht sehe ich das ein bisschen besser. So, vielleicht. Ja. Genau. Das tun wir noch ein bisschen trocknen lassen. Gucken wir noch mal hier. Das sieht eigentlich ganz tolle aus. So. Ja. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen die Trocknungszeiten beachten. Weil sonst rubbelt er das weg, wie ich zum Beispiel. Ich habe jetzt die nicht ganz, das war noch nicht ganz trocken, was ich hier bearbeitet habe. Und da passiert es schon mal, dass die andere Farbe schon noch ein bisschen wieder weggeht. Aber wie gesagt, nicht das Problem so. Dann macht man sie halt nochmal drauf. Ja? So, jetzt werde ich es aber richtig trocknen lassen. Ja, genau. So, liebe Leute, ich habe hier das trocken lassen, schön, aber ihr seht schon, das Teil habe ich ein bisschen dunkler noch gemacht. Ja, und das werde ich auch mit diesem Teil machen, also das hat mir noch nicht so richtig gefallen, denn wenn es hier in diesen Teil hier unten reinkommt, sollte es schon ein bisschen dunkler sein. Ne? Wie gesagt, das werde ich jetzt mit diesem Teil auch machen, also ich nehme mal schnell ein Pinselchen und ja, dann denke ich, geht es auch gleich los. Wo habe ich den hin? So, jetzt habe ich noch, und dazu habe ich hier dieses Zeug genommen, Teilung 502, und zwar ist das Field Grey. Da habe ich einfach mal, bin ich mit der Spitze einfach ein bisschen rein und habe da einfach mal ein bisschen noch bestrichen. So. Ja. Muss aber nicht flächendeckend sein, also. So, einfach mal dort, wo man vielleicht noch denkt. So. Genau. So ein bisschen rumziehen. Und das war dann auch mit ein bisschen mit. Ja, mit so einem Lappen einfach ein bisschen abgetupft. So. Dann. So. Wird das noch ein bisschen dunkler halt, ne?
Genau, so. Ja, das sieht jetzt nämlich schon ein bisschen düsterer aus. Hier hinten mache ich noch ein bisschen. Ihr könnt auch nochmal, wenn ihr das nicht wollt, ein bisschen mit dem Pinselchen drüber gehen. Aber ansonsten, ja, genau. Würde ich das dann schon so lassen. So, das machen wir wieder schön zu. Gut, denn jetzt kommen wir nämlich mal mit zu den Details. Ich mache bloß noch den Pinsel schön sauber. Und dann kommen wir nämlich zu den Details. So, genau. Brauchen wir was zum Abschneiden. Upsi, fällt mir der ganze Mist um. Und ein, ja, so. Gut. Zuerst werden wir das hier nehmen. Das wird zuerst rausgeschnitten, dieser kleine Bogen. Gleich mal. So. Genau. Machen wir natürlich ein bisschen sauber wieder. Die Nase ein bisschen weg. So. Und der kommt jetzt, das muss ich mal gucken. Muss ich das Ding mal drehen. Zum einen hier in das Loch, ja, und zum anderen kommt er so hier ran, hier oben, und ja, da gucken wir mal, wie ich das da reinbringe. Ja. Das sollte dann so hier rein. Also brauche ich auch eine Pinzette. Gut. Mache ich ein bisschen Klebstoff hier rein. So. Unten in das Löchlein. So. Dann hier ran auch ein bisschen. Und schauen wir mal, ob wir das jetzt so ranbringen. Denn mit der Pinzette bin ich immer ein bisschen, ja, eingeschränkt. So. Ja, so. 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 Ein bisschen Kleber dann. So. Würde ich sagen. Ja. Gesehen, wo ist mein Pinselchen? Ich muss doch noch mal an die Seite gehen hier, das gefällt mir noch nicht so. Genau, so. So. Als nächstes, liebe Leute, das ist Teil 2. Jetzt muss ich mal gucken, was das Teil 2 ist. Ich habe gar nicht geschrieben oder was? Ah, ja, hier unten. Das ist Teil 2, das ist das hier. Das hier. Das machen wir raus. Das mache ich auch mal hinter der Kamera raus, damit ich das auch ein bisschen sehe. Weil das ziemlich klein ist. Klack, klack. So. Bisschen sauber noch. Moment, es geht gleich weiter. So. Genau. Und das Teil kommt hier hinten dann in dieses viereckige Loch rein. Ja. Und zwar ja, so. Die machen ein bisschen Kleber. Nimm meine Pinzette. Versuche es reinzusetzen.
Okay. Warst du schon fast drin? Nicht ganz so, wie ich das möchte. Genau. So. Genau so. Du von unten noch ein bisschen kleben. So. So, da haben wir das Detail 2. Dann kommen wir zum Detail 3 und 4. Das ist zum einen das hier. Ja. Und das hier. Das machen wir mal raus. So, das eine. Und hier. Das andere. So. Gut. Und aber das ist erstmal so weit fertig, wie ich gerade sehe. Ne? Das wird dann hier dieses dann reingemacht. Mach's bloß mal ein bisschen sauber noch. Sauber. So. Gut. Und zwar habt ihr hier unten zwei solche Stifte. Drehen wir das so rum. Dann machen wir hier in dieses Loch ein bisschen Leim rein. Und dann wird dieses Teil, dieses Teil hier drauf gesetzt. In das Loch gesetzt, besser gesagt. So, ein bisschen ausrichten, so, genau, ja. Könnt ihr von unten auch noch ein bisschen Leim geben, das schadet nicht. So. Danach, ne, kommt das Teil also hier rein in die zwei Löcher, also die zwei Stifte kommen in diese zwei Löcher. Du hier die zwei Löcher mit Leim rein, drehe es und ich probiere es mal mit den Finger. Genau, und setze es dann einfach so drauf. So, ne? Gut, als nächstes kommen wir zum nächsten Detail, dann das wäre das Detail Nummer 5. Das ist dann das hier. Das schnitze ich auch mal schnell raus. Und was gesagt, ich schneide es. So, und so. Natürlich mache ich das auch ein bisschen wieder sauber. Dass die komischen Nasen wegkommen. Und dann haben wir hier unten noch zwei Löcher. Da geben wir natürlich wieder bisschen Kleber drauf und setzen das dann so hier daneben. So. Na. Wie gesagt, ihr könnt auch immer noch hier unten noch ein bisschen, also hier bei den Löchern, was Löcher hat, unten noch ein bisschen Kleber. Das stört nicht. Ein bisschen verwischen, dass das nicht anklebt. Ja, genau. So, aber nicht genug. Denn wir haben noch ein Detail, das Detail 6. Das ist hier, das sieht wieder aus wie so eine Handbremse. Ja. Das schneiden wir raus. Schön vorsichtig, nicht dass die Spitze wegbricht. Das wäre schade. So. Schon wieder verputzen. So.
dass der blöde Grat weg ist. So. Und das Teil kommt dann hier in diesen Schlitz hier oben rein. Seht ihr den? Ja, genau. Also, wieder ein bisschen Kleber. Zack. Dann werde ich mal meine Pinzette wieder nehmen. Und das wird dann so rum reingesetzt. So. So. Genau, so. Und die Seite wird direkt an den Rand von dem, also von der Vertiefung gesetzt, ne? Weil das direkt hier an den Rand ist. Schön ran drücken und halt unten. Gut. Da haben wir es eigentlich soweit mit den Details. Ne? Ich werde die dann noch ein bisschen farbig gestalten. Und dann sind wir auch wieder in dieser Ausgabe rum. So. Also. Ne? So. Liebe Leute, hier seht ihr nochmal mein Endergebnis. Ich kann auch nochmal das Licht draus einschalten, aber ich denke mal, das sieht man nicht mehr. So sieht es dann aus, zumindest bei mir. Und ja, genau, das wollte ich bloß nochmal demonstrieren. Ich vergesse also hier, die Stränge hier sind noch übrig, das bitte nicht noch aufheben. Ne? Nicht, dass wir es weghauen und dann, ja, haben wir einen Salat. Also, liebe Leute. Ja, liebe Leute, das war die Ausgabe 75 von Bau die Millennium Falken. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und der eine oder andere konnte sich vielleicht ein bisschen wieder was abgucken. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Schreibt mir ein bisschen in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Euer Daniel Mauer. Haut rein. Ciao, ciao.